So, ich habe hier ein Problem mit meinem Android-Radio und bevor ich das jetzt nach China verschicke, das ist mein Radio, bevor ich das jetzt zurück nach China schicke, wollte ich nochmal ein Video machen, was dran kaputt gegangen ist. Und zwar sind jetzt gerade mal 11 Monate vergangen, seitdem ich das Radio eingebaut habe. Und ich packe es jetzt einfach mal aus. Und zwar, wie ihr gesehen habt, ist der Bildschirm kaputt. So, hier das Radio. Hier fehlt eine Schraube, die hier ist lose. Das Display funktioniert dementsprechend nicht und man kann es gut hören. Ich habe jetzt auch schon durch die Löcher hier reingeguckt. Hier kann man ja durch die Löcher reingucken. Und wenn ich da reingucke, mit einer Lampe reinleuchte, da sehe ich, dass da eine Platine lose ist. Also die fliegt da einfach rum. Also ich denke mal, das ist ganz einfach... die Platine für das Motherboard, für die für den Bildschirm. Ich würde es jetzt normalerweise würde ich das selber aufmachen, selber dran schrauben und fertig. Ich muss jetzt hier erstmal, dauert es natürlich ein paar Wochen. Ich muss das für 20 Euro nach China schicken. Die gucken sich das an und da bin ich echt gespannt, was die sagen. Wenn die mir jetzt eine Ablehnung schicken und sagen, ne, ich habe hier dran rumgeschraubt, weil hier Schrauben fehlen oder sowas, ja, das wird natürlich schick, weil dann werde ich. Dann werde ich mir das alte Teil zurückfordern und werde das selber reparieren. Ich bin echt gespannt, was die jetzt hier machen. Aber das Radio, ich bin ja eigentlich so total zufrieden von dem Radio. Nur halt schade, ne? Ist jetzt kaputt gegangen. Und ich meine, so Schräubchen wäre eigentlich nicht das Problem, mal eben da irgendwie einen Tropfen Loctite oder sowas drauf zu machen, ne? Damit die nicht rausfliegen, weil die sind ja durch das Rappeln sind ja die Schrauben haben sich ja da drinnen gelöst und ja, die Schraube hört man auch. Die ist da drin am rumfliegen. Naja, ich bin gespannt. Ich berichte dazu, wenn ich das erste Feedback habe. Tja Leute, willkommen mein Auto. Wie ihr seht, ist hier ein Riesenloch. Eigentlich wollte ich diese Aktion gar nicht verfilmen. Aber ich dachte, nach dem, was ich alles erlebt habe, mache ich das einfach mal. Und zwar ist mir das Radio kaputt gegangen. Also es ist auf einmal der Bildschirm ausgegangen, das habe ich ja gerade schon gezeigt. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie auf Details eingehen. Ich habe das jetzt ich werde das jetzt nicht zeigen, wie der E-Mail-Verlauf ist und sowas. Aber ich würde es gerne einmal erläutern oder erörtern. Und zwar ist mir das Radio kaputt gegangen. Dann habe ich das zum Hersteller geschickt und der Hersteller, der ist in China. Und ich habe mich mal auf der Webseite schlau gemacht und dort steht exzellente Garantiebedingungen und auch wenn man 2 Jahre nach dem Kauf Probleme mit seinem Radio hat, kann man es gerne dahin schicken, denn diese versprechen gute Garantie oder auch Kulanzbedingungen nach der Zeit der Garantie. Dachte ich, okay, alles klar, ich werde es mal testen. Ich habe das da hingeschickt, hat erstmal, ich glaube, 3 Wochen gedauert, bis das Radio da angekommen ist. Dann, als es dort war, habe ich eine E-Mail gekriegt, jo, die schicken das in die Werkstatt. In die Werkstatt geschickt, nach einer Woche immer noch nichts gehört, habe ich angerufen, was heißt angerufen? Ich habe eine Mail geschrieben und gefragt, was los ist. Ja, ich soll mich bitte gedulden. 10 Tage hat es auf jeden Fall gedauert, bis das Radio in der Werkstatt war und die haben auch den Fehler festgestellt. Die mussten auch ein Hardware-Update machen, haben sie gesagt. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll dieses Hardware-Update 40 Dollar kosten, werden dann 38 Euro. Nun ja, das Radio ist in China, ich bin hier und wenn ich sage, ne, bezahle ich nicht, könnte es gut sein, dass die sagen, alles klar, wir übernehmen die Kosten. Aber dann kriegst du vielleicht das Radio ja gar nicht zurück. Ich meine, von hier aus kannst du ja gar nichts machen. Deshalb habe ich gesagt, komm, den 40er, den gibst du den. Außer dem 40er hat ja noch der Versand dorthin 20 Euro gekostet. Das war übrigens der günstigste Versand mit Paket Nachverfolgung. Die Nachverfolgung ist geil. Sobald das Paket in Frankfurt angekommen ist und von, keine Ahnung, wem eingescannt wurde, gab es keine Nachverfolgung mehr. Also da konnte man auch gar nichts mehr sehen. Ja, jetzt kam das Päckchen gestern zurück. Juhu, ich freue mich total, dass mein Radio wieder zurück ist. Da sagt der Postbote DHL, Hand auf, 45 Euro Zoll. Ja, geil, jetzt muss ich da auch noch hinterherlaufen, weil ich habe ja schon einmal vor 11 Monaten Zoll dafür bezahlt, auch 45 Euro. Und auf dem Paket stand ja drauf, Reklamationsware, Garantieartikel zurück. Naja, gut, wie auch immer. Hier ist mein Radio.
Ich werde jetzt auch nicht die Webseite verlinken, also da habe ich keinen Bock drauf. Könnte sein, wenn ich so ein Radio in Amazon finde oder sowas, dann verlinke ich euch das, weil zufrieden bin ich schon total von dem Radio. Aber jetzt packe ich das Ding erstmal aus. So. Ja, ich habe den das also nackig dahin geschickt, also ohne Kabel, ohne gar nichts, also quasi nur das Radio. Was mir als erstes auffällt irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen schwerer. Könnte sein, dass sie ein Hardware-Update gemacht haben, ich weiß es nicht. Des Weiteren fällt mir auf, ich habe keine Schutzfolie mehr. Ich habe das Ding mit Schutzfolie geschickt, also ich bin 11 Monate lang mit der Schutzfolie rumgefahren. Schutzfolie ist ab. Ja, denke ich, okay. Man kann ja mal lieber das Display putzen oder sowas, ist ja kein Problem. Und dann gucke ich hier auf meinen Navi-Slot. Hier ist keine SD-Karte mehr drin. Eigentlich gehört hier eine SD-Karte rein. Ja, ist auch keine mehr drin. Das ist natürlich voll Mist. Jetzt schließe ich das Ding mal an, um zu gucken, ob es auch anständig funktioniert. Alles klar, ich zoome mal zum Radio ran. Obwohl, ne, ich schließe das jetzt erstmal so an. Und zwar mache ich hier die Antenne dran. Das ist die GPS-Antenne. GPS-Antenne, dann haben wir hier Rückfahrkamera. Dann haben wir hier, was ist das? Wir müssen mal gucken. Sieht man, man kann es nicht erkennen, wo welcher Stecker. Die sehen alle gleich aus, passen aber alle nur einmal. Achso, was mir übrigens aufgefallen ist, damals, ich habe das Radio rausgeholt, habt ihr ja gehört, da war irgendwas drin. Sah für mich so aus, als wäre es das. Ja, das Board fürs Display, weil das hing an einem Flexkabel und ist da drinnen rumgeflogen. Ich schätze einfach nur, dass da sich Kabel gelöst, dass da sich eine Platine gelöst hat und keine Masse mehr hatte. Deshalb war das Problem da. So, Radio ist drin. Mal schauen. Ist sofort da. Ich mach mal das Radio an. Werd deshalb jetzt auch ein bisschen stumm schalten, wenn das Radio läuft. Okay, Radio. Ich glaube, die Antenne ist gar nicht drin vom Radio. Schaue ich mir an. Ja, gefunden. Okay. Ah, jetzt habe ich das Scheißding neu gestartet, weil ich den Knopf gedrückt habe. Was für ein Kack. Radio funktioniert auf jeden Fall. Das ist gut. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich Navi drücke. Ja, geht natürlich Google Maps offen, weil die Navi-Karte ist hier nicht drin. Maps wurde beendet, wunderbar, alles klar, funktioniert. Ja, eigentlich nicht so, wie ich es erwartet hätte, weil ja, die SD-Karte fehlt. Naja, was mich eigentlich interessiert, was haben sie da drin gemacht? Und ich würde sagen, keine Ahnung, ich glaube, ich schmeiß mal ein Auge, einen Blick da rein. Vielleicht kann man sehen, was da drin passiert ist. Ja, hier das Radio. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ich würde sagen, ich mache hier diesen Deckel ab und dann schaue ich da rein, was da drin passiert ist. Also sage euch eins, ich habe eigentlich keinen Bock, das Ding nochmal dorthin zu schicken. Das ist mir echt viel zu umständlich. Dafür gehen sie mir zu sehr auf den Nerv mit diesen lange Versandzeit und. Das ist echt total nervig. Ja, ich gucke mal, ob ich das aufkriege, ohne den Aufkleber zu entfernen. Ich mache einfach nur mal so die Schraube hier ab. Was mir auch auffällt, ist hier sieht man so einen Filter oder irgendwie, damit kein Dreck reinkommt. Ja, also hier ist, das haben sie schon mal geändert. Also heißt, von oben kann da nichts mehr reinfallen. Es könnte natürlich auch sein, dass das mir irgendwie irgendwann was da reingefallen ist und dass das einen Kurzschluss verursacht hat. Das weiß ich nicht. Aber hier schon mal das Cover. So, der ist ab. Und ich gucke einmal rein. Ja, ist quasi ein Tablet oder was, ne, da drinne. Ich werde es euch mal zeigen. Radioverstärker sehe ich. Da sind von Hand gelötete Punkte. Und sonst, ja, kann ich da nicht erkennen, dass da wirklich irgendwas Spezielles bearbeitet wurde. Wifi-Antenne kann ich erkennen. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, ich kann hier
von Hand Befestigungen erkennen oder sowas, aber das ist hier nicht der Fall. So, das ist, was man da drinnen erkennen kann. So sieht das da drinnen aus. Und ich schätze mal, hier an dieser Stelle, da ist das Display jetzt. Und ich schätze mal, hier ist die das Board, was man jetzt gut erkennen kann. Da ist eine Schraube. Ich schätze mal, dass das kaputt gegangen ist. Oder abgeschraubt. Ja, und runtergefallen. Das ist, was ich vermute. Und ich sage euch eins. Nächstes Mal mache ich das mir selber. Da spare ich mir die, keine Ahnung. Hat mich ja jetzt 100 Euro gekostet alles. 100 Euro, weil es halt Garantie ist. Ne? Also auf Garantie 100 Euro, ist echt lächerlich. Ich werde denen auch eine Mail schreiben, dass ich Zoll bezahlen musste, Reparatur und. Mal schauen. Aber was mir wichtig ist, ich habe wieder eine Navi, ich habe wieder ein Radio, ich kann schön wieder Musik hören auf dem Weg zur Arbeit. Und ich kann mein OBD-Stecker wieder benutzen, den ich ja so gerne benutze, weil mein Auto ja hin und wieder in Notlauf geht, weil der Turbolader ein bisschen klemmt. Ihr wisst ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. In dem Fall bin ich der Kfz-Schuster. Und mein Auto ist das Letzte, was zur Reparatur drankommt. Aber das stört mich nicht. Das waren schließlich 6 Wochen, die ich ohne Radio war. Ne? Also 6 Wochen. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Würdet ihr das Radio zurückschicken nach China wegen Reparatur oder sowas? Also ich meine, ich kann es ja jetzt selber reparieren. Also was heißt selber reparieren? Ich fühle mich in der Lage, dass ich so ein Ding selber zerlegen kann und dann mal nachschauen kann. Aber wie ist das mit euch? Würdet ihr das zurückschicken und dann nach China? Und ihr wisst ja, das ist ja immer, man schickt es ja ins Ungewisse, oder? Was würdet ihr an dieser Stelle machen? Mein Kollege sagte mir, ich sagte ihm immer, hier, mein Radio ist kaputt, ich habe es mal wegen Garantie in die Werkstatt geschickt zum Hersteller. Sagt er, boah, bist du bescheuert? Was ist ein Ding geschickt? Ist ja nach China. Ja, kriegst du nie wieder das Ding. Ich sag ihm, wie kriege ich nicht wieder? Das ist ein Geschäft. Das ist ein offizielles Geschäft. Guck mal, hier, Webseite. Sagt er, ja, das ist China. Da kriegst du nichts zurück. Also, da bin ich ja schon mal begeistert, dass das Teil hier angekommen ist. Da bin ich total erleichtert. Das mit der Passgenauigkeit muss ich noch ein bisschen üben. Alles super. So, hier sogar die Navigation, die Originale, die eigentlich auf der SD-Karte ist. Boop. Gibt's keine. Tada. Alles klar, ja, danke fürs Zuschauen. vielleicht hat es den einen oder anderen geholfen, wie ich mit so kaputten Dingen umgegangen bin. Würde mich aber echt interessieren, was ihr in diesem Fall machen würdet, wenn euch das Ding nach sage und schreibe 11 Monaten auseinanderfällt. Ne? Also es waren 11 Monate, wo das kaputt gegangen ist. Ich vermute ganz einfach, also ich habe hier starke Vibrationen, wenn ich mit dem Auto fahre über Löcher, und dann wackelt das ganze Armaturenbrett. Ich denke einfach mal, die Erschütterungen, die waren so hoch, dass da hier drin halt alles gelöst hat. Die Schrauben seitlich, die waren ja halt auch lose. Ne? Ja. Alles klar, danke fürs Einschalten. Ciao, bis demnächst, euer Schrauber.